an der Kuppe, wo das so dabei ist. Gibt noch jemand, ist? Ah, jetzt noch jemand, der Islam annehmen will. Alhamdulillah. Okay. Ich sage nochmal vor, ja, oder kannst du schon also, dir mal vorsagen? Okay. Eschadu. Eschadu. En. En. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eschadu. Eschadu. Enna. Enna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar! Ist das alles? Weiter. Takbir! 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 Das ist der... Ne? Okay, machen wir. Dankeschön. 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 Und hier noch etwas. Ich wollte auch mich herzlich bedanken bei den Leuten, die die Moscheen eingeschüchtert haben, weil dadurch konnten wir heute hier mit, weiß ich, bestimmt 1000 Leuten stehen in der Moschee, wenn der Platz dazu wahrscheinlich gehabt. Wir sind total begeistert von Ihnen. Das ist schon eine große Verantwortung. Wie gehen Sie damit um? Ja, das haben Sie ja gesehen. Das heißt, diese Verantwortung, die tragen wir ja sehr gerne, weil wir den Menschen nur Gutes beibringen. Zum Beispiel, dass sie nicht kriminell sein sollen, dass sie Menschen respektieren sollen, dass sie keinen beschimpfen sollen, dass sie keinen diskriminieren sollen, dass sie sich hier positiv benehmen sollen, aber zur selben Zeit auch stolz auf ihre Religion sein sollen. Ihre Kritiker werfen Ihnen jetzt vor, dass für Sie die Scharia über dem Grundgesetz steht. Ist das so? Also erstmal, was ist Scharia und was ist Grundgesetz? Das sind schon zwei Begriffe, die für viele Menschen wahrscheinlich Probleme aufrufen. Die Scharia ist erstmal alles, was ein Muslim praktiziert. Die Scharia ist, dass ich fünfmal am Tag bete. Die Scharia ist, wie ich auf Toilette gehe. Die Scharia ist, wen ich heirate, wie ich heirate. Die Scharia ist, was ich esse und was ich nicht esse. Das ist ein breiter Begriff. Das heißt, es gibt eigentlich zwei Punkte, die an der Scharia kritisiert werden, weil es auch viele Gemeinsamkeiten mit dem Grundgesetz gibt. Das sind einmal drakonische Strafen, wie zum Beispiel Handabpacken etc. und einmal die Rolle der Frau. Wenn man mich fragt, was ist das bessere Gesetz? Was ist das bessere Gesetz? Da habe ich als Muslim, das geht nicht um mich, das geht um jeden Muslim, keine andere Wahl, außer zu sagen, dass das, was Gott herabgesandt hat, die Wahrheit ist und richtig ist. Von daher, die Wahrheit ist für mich die Scharia. Nur die Frage, die sich eigentlich ergibt, ist, wie kann man miteinander leben? Ich weiß, ich lebe hier in einem Land, in dem das Grundgesetz herrscht. So, ich weiß, und für mich, mir verbietet die Scharia, verbietet mir hier in diesem Land, ja, beispielsweise Selbstjustiz zu führen. Das heißt, wenn es drakonische Strafen gibt, ich bin nicht erlaubt, laut Scharia, weil ich weder eine exekutive Gewalt habe, noch ein islamisches Gericht habe, hier jemanden die Hand abzuhacken oder jemanden zu steinigen. Von daher, in der Praxis kommen wir eigentlich gar nicht in einen Konflikt, sondern der Konflikt wird einfach geredet, wird einfach berichtet. Jemand, der an die Bibel glaubt, der kann auch nicht sagen, ja, das, was Petrus sagt, 1. Petrus 3, Vers 1, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, ist etwas, was falsch ist, was Gott dort offenbart hat. Jetzt ist bei uns ja die Integration mal wieder ganz groß im Gerede, es funktioniert nicht. Was denken Sie, das, was Sie Ihren Gläubigen hier mitteilen, ist das positiv für die Integration oder kann das für die im täglichen Leben auch ein Problem werden? Ob das für die ein Problem wird, das wird nur ein Problem, wenn die Gesellschaft nicht tolerant genug ist. Was eins, was ein Problem sein kann, ist, wenn jetzt zum Beispiel jemand beten will am Arbeitsplatz oder wenn jemand an einem Arbeitsplatz nicht arbeiten darf wegen dem Bart oder wegen dem Kopftuch. Das heißt, hier liegt das Problem bei der Gesellschaft, nicht bei uns, weil wir machen nichts, was eigentlich grundsätzlich gegen diese Gesellschaft verstößt. Denn ich kann mich kleiden, wie ich will, ich kann mich anziehen, wie ich will und dass man 5 Minuten beten geht, andere gehen 5 Minuten rauchen, das ist kein Problem. Alhamdulillah, 7. Person heute. Du weißt auch, was das bedeutet? Ja, okay, brauchst du dir nichts mehr zu erklären, okay? Soll ich dir vorsagen oder willst du alleine sagen? Lieber vorsagen, okay. Eschadu. Eschadu. En. En. Le. Le. Ilahe. Ilahe. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Eschadu. Eschadu. Enne. Enne. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ist der 7. heute. Möge Allah dich festigen. Und die Schwestern, die können dann die neue Schwester, wenn sie kommt, bitte nochmal beglückwünschen und auch mit ihr Nummern austauschen, ihr helfen, wo man helfen kann und so weiter. Weil das ist ganz wichtig. Möge Allah dich segnen, Schwester, ja? Allahu Akbar! Leute, ich glaube, meine Stimme ist weg, wa?